Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge Automation Empire. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, ich würde gerne, bevor wir jetzt dann doch endlich mal mit der Kohle anfangen, noch ein, zwei kleine Optimierungen nur mal testen. Nur mal testen, ob wir die hinbekommen. Und zwar, aber das ist wahrscheinlich so eng hier, das geht wahrscheinlich gar nicht. Ja, das ist viel zu eng gebaut hier. Aber eine Sache können wir machen, und zwar, wir könnten hier das so bauen, dass der nur wieder nach Hause fahren darf, hier, wenn er wirklich leer ist. Das heißt, wir machen hier eine Klammer hin und sagen, Minimum Crates, Maximum Crates 0 on. So, das heißt, der darf jetzt nur noch hier wieder rausfahren, wenn er alle Kisten entladen hat. Ansonsten fährt er wieder zurück und versucht, die wieder zu entladen. Warum mache ich das? Kann ja sein, dass man hier eine Zeit lang keine LKW kommt, dass er nicht mit vollen Kisten hier wieder herumfährt und wieder Zeit verlieren wertvolle. Ansonsten, glaube ich, wir haben das ganz gut hinbekommen. Wir schauen mal hier auf die Puffer. Ja, das sieht ganz gut aus. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier noch mehr Gold abbauen können. Und ob wir da noch mehr verladen können. Aber gut, hier wird jetzt voll gemacht. Sieht auch ganz gut aus. Aber hier, ne? Wenn wir jetzt hier so eine Prüfung hätten, dass der nur wenn er voll ist, rausfahren kann, dann wäre das auch noch synchron. So, da kommt der angefahren. Sieht auch ganz gut aus. Ja, die Frage ist, kriegen wir jetzt noch mehr hier zu? Aber vorher würde ich gerne diese gucken, wie weit wir vom Combiner weg sind. Hier genau, Kohle. Wir mussten noch Kohle erforschen und überhaupt noch weitere Sachen erforschen. Kohle ist, das haben wir jetzt. Das heißt, wir könnten theoretisch jetzt den Combiner freischalten. Aber wir liefern noch nicht genug Material. 200 fehlen noch. Das heißt, wir müssen noch mal gucken, ob wir hier unten noch ein bisschen optimieren können. Na, hier kommt auch irgendwie. Ja, hier laufen die auch nicht weiter, ne? Wenn. Wenn da auf dem Band zu lange was draufsteht, läuft einfach der Ofen nicht weiter. Wenn der Ofen nicht weiterläuft, ist der Ofen aus. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Und hier kommt eigentlich nur Kohle an, warum auch immer. Aber da reichen die Fabriken wahrscheinlich wirklich nicht. Ja, und hier wird ja auch immer noch was entfernt für die Forschung. Was wir jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr brauchen werden. Deswegen schalte ich das mal aus. Und dann könnten wir auch hier langsam aber sicher versuchen, auch die Roboter einzusparen und das nur noch hier übers Verladeding zu machen. Das könnte funktionieren. Wir gucken. Wenn es nicht reicht, bauen wir eine zweite. Guck, da kommen schon wieder die nächsten. Ist halt immer so ein bisschen schwer abzuschätzen. So, hier, der ist wieder voll. Wartet nur auf den nächsten LKW. Und sobald er da reinfährt, wird er beladen. Wir gucken mal. So. Also, zu viele Roboter haben wir auf jeden Fall jetzt. Das heißt, einmal schon mal Roboter einsparen. Ich weiß gar nicht, ob die dann gelöscht werden, aber ich mach mal noch eins weg. Sieht bald so aus, ne? Es sind einfach nur die Roboter verschwinden. Gut. Also, hier läuft's auch, da läuft's auch. Ich glaube, es läuft ganz gut. Hier zwei Goldbeladestationen. Das heißt, wir können uns jetzt mal eben kurz hier um die Kohle kümmern. Ja, YouTuber, man kennt sie. Das heißt, ich würde gerne hier irgendwie jetzt da nochmal hier so eine Luke reinbauen. Und dann hier, dass wir hier mit einem Kohlezug reinfahren können. So.
Und da wir ja in Kürze die Combiner freischalten, können wir ja jetzt ruhig schon mal... Ja, das mal symmetrisch. Können wir ja ruhig schon mal anfangen, Kohle zu produzieren. Da wird es natürlich schwieriger, ne? Wenn man mittendrin anfängt, so eine Produktion zu machen. Hinterher zu gucken, passt das jetzt von den Mengen her und so weiter. Das wird natürlich dann schwieriger. Weil wenn man die Produktion gleichzeitig startet, ne, dann sieht man ja von Anfang an, wisst ihr, wie ich meine, ne, dann sieht man von Anfang an, huch, davon ist jetzt zu wenig da oder so. Das geht natürlich nicht, wenn man die Produktion so anlaufen lässt. So. Gut, dann kann er schon mal leer laden. Laufen lassen. Und dann bauen wir hier die Kohleproduktion dran. Ich hoffe, das mit den Nupsis passt jetzt überhaupt. So. Hier müssen wir auch mal gucken, was das ist. Ja, habe ich auch keine Ahnung. So. So. Und dann. So. So, so. So, so. Jede zweite Kiste, jede zweite Kiste, jede zweite Kiste, jede zweite Kiste. Dankeschön. Dann den hier hin. 2, 3, 1, 2. Und dann kommt hier die fertige Kohle raus und dann müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Was machen wir jetzt damit? Ja, Combiner haben wir noch nicht. Den müssen wir freischalten. Deswegen würde ich sagen, wir liefern die so lange nochmal normal ab, oder was? Ist auch blöd. Liefermenge. Wir haben ja das Problem, dass die Liefermenge nicht reicht, ne? Und da ist er mit vollen Kisten gefahren. Ja, genau das will ich ja vermeiden. Aber warum? Weil hier kommen nicht genug LKW an. ...50.000 Forschung. Weißt du was? Komm. So. Wir gönnen uns ja sonst nichts. Schnellere, mehr schnellere LKWs. So. So, Kohle kommt an, Kohle wird verarbeitet, Kohle steht in Kisten rum. Wir müssen, um das hier zu unlocken, nee, den hier, müssen wir auf noch ganz bisschen hochfahren von der Pro. Das könnte jetzt schon, ne, dadurch, dass es schneller mehr LKWs kommen, könnte das da schon behoben haben. Hier stimmt was nicht. Hier kommen nicht schnell genug die LKWs ran. Das hier aber funktioniert. LKW kommt, wird beladen. Haben wir einen Rückstau? Nein, aber hier haben wir Rückstau. Gut, das brauchen wir alles nicht mehr. Claimen wir mal noch eben. Kann der Wagen, kann er nochmal durchfahren. Ja, oder wir müssen hier erst noch eine Kohleentladungsstation so lange hinmachen, dass wir noch ein bisschen Kohle liefern. Bis wir das andere Ziel erreicht haben. Aber das kann doch nicht. 6.000, wir haben's. Es fehlt noch das Forschungsgeld. Haben wir auch. Yes.
Oh, wir haben was Neues in Le Leute, wir können was Neues lernen. Combiner. Oh Gott. Was auch immer die jetzt machen, ich habe keine Ahnung. Combiner. Combines together. Two resources, creating new resources in the process. Takes in resources from the side ports, outputs the final products from the front port. Und daraus können wir jetzt zum Beispiel Stahlplatten machen. Haben wir hier schon vorgesehen. Das ist auch ein bisschen so optimal hier, Kollege. Das müssen wir dann auch noch umbauen. Dann können wir hier eine Stahlproduktion reinmachen, bevor wir die Goldpro. Obwohl wir haben zu viel Gold. Ne, haben wir nicht, ne? Wir haben nur die Kohle hier von dem. Die wir hier nicht schnell genug wegliefern, könnten wir hier. Also, wir machen die Stahlproduktion, habe ich gerade beschlossen. Vorher bauen wir mal kurz diese Klorbahn hier um. Ist Klorbahn, das klingt auch immer total falsch. So, wir bauen das mal weg, das mal weg. So. Jetzt wird spannend. Wir werden wieder eine neue Funktion des Spiels entdecken. Okay, dann bauen wir hier oben Luken rein. So. Und so. Passt. So, jetzt bauen wir zum ersten Mal einen neuen Combiner. Warum er der funktioniert? Achso, wir sollten vielleicht mal kurz gucken, was wir als nächstes Jahr forschen. Züge! Stahlplatten brauchen wir eh, passt. Und Gold. Gold können wir anliefern. Ja. Irgendwie. Vielleicht sogar nur mit Robotern oder so. Dass wir nicht wieder diese Züge bauen müssen. Aber. Aber. Stahlfabrik. So, pass auf. Jetzt bin ich gespannt. Gut, da wird natürlich die Menge wird sich hier reduzieren. Wir brauchen hier eine weitere Ladeplattform. Wir brauchen weniger Kohle, weil wir die werde ich rausnehmen. Und jetzt pass auf. Ja, da ist es. Wo ist denn hier Input? Wo ist Output? Da kommt der Output raus, da gehen die Inputs rein. Okay. Und die nimmt Eisen und, also, ne? Ach, ihr wisst Bescheid. Jetzt müssen wir natürlich wieder irgendwo anfangen. Achso, das kann ja weiterlaufen, ne? Also hier. Was? Wieso geht das jetzt nicht? Ach, so geht's, okay. So, also den nimmt er raus. Packt die Kohle in den Bottich. Ich will es erstmal nur vom Prinzip her testen, ne? So, kommt das hier rein. Und hier das gleiche. Eisen raus. Bottich. Andere Idee. Große Bottiche nehmen. Dann können wir nämlich zwei von den Dingern dazwischen bauen, ne? Richtig? Wir probieren es mal. Ein großer Bottich. Großer Bottich. Aus. So müsste es eigentlich gehen, ist aber zu eng. Ah, wir können auch in Reihe schalten. Warte mal, wir können auch in Reihe schalten. Aber wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Von einer Seite so lang. Dann kommt diese Fabrik dahin.
Und dann von der anderen Seite. Passt das? Das passt. So, dann müssen wir hier nur die leeren Kisten entfernen, weil die Kiste ist jetzt leer und wird nicht entfernt. Na? So, am Ende werden die hier eh zerstört. Und dann hätten wir hier jetzt einen Combiner, der Stahlplatten herstellt. Die Frage ist, müssen wir die jetzt wieder in Kisten packen oder müssten wir eigentlich, ne? Wie kommen die denn jetzt da raus, in was für ein Zustand? Da können wir ja kein Förderband anschließen, ne? Nee, das ist Blödsinn. Okay, das heißt, die kommen hier raus in diesem Aggregatzustand. Richtig? Nee, auch nicht. So kommen sie nicht raus. So kommen sie raus. Hallo, junger Mann. So. So kommen Stahl raus. Ja, okay. Das an diese Fabrik so anzuklöppeln, macht keinen Sinn, oder? Das seht ihr bestimmt auch so. Gut, der läuft jetzt voll. Das geht auch relativ schnell, ne, wenn ich ehrlich bin. Da soll man hier ruhig jede nehmen. Würden wir ja rausbekommen, wenn wir jetzt hier zum Beispiel wieder ein Dingsi ransetzen. Nee, da können wir einen Kistenmacher dran setzen, oder? Nein, das passt nicht vom Platz her. So. So, dann würden jetzt die Stahlkisten rauskommen. Und die wiederum. Könnten wir. Hier in irgendeiner Form dann. Bereitstellen und die könnten wiederum von Robotern verkauft werden. Beziehungsweise wir brauchen die jetzt erstmal. Aber das Ding ist hier, ne? Das ist ja alles nicht optimal. Aus zwei Kohle und einem Eisen. Das heißt, wir müssten hier. Das ist natürlich gerade der Combiner im Weg. Müssten hier eigentlich noch mehr Kohle rausholen. Wo hier eh schon zu wenig rauskommt. Ich glaube, das ist so. Wir können die ja schon mal verkaufen. Das können ja ruhig die Roboter machen. Dann machen wir hier noch eine neue Bucht rein. Obwohl das möglicherweise. Das könnte dem im Wege stehen hier, dass genug LKWs für den Verkauf kommen. Nee, das ist für da oben schlecht, ne? Machen wir mal weg. Machen wir lieber da oder hier einen hin. Oder hier unten, ne? So. Und dann können die hier ihre Stahlkisten auch verkaufen. Aber, wir sehen schon, da müssen wir uns was Neues überlegen.
Denn diese Art, das so aufzubauen, ist natürlich Kappes. Das heißt, wir müssen von der ohnehin überfüllten Kohle irgendwie die Kohle in Bottiche kriegen. Mehrere dieser Stationen an Bottiche ran. Also man könnte jetzt zum Beispiel Folgendes machen. Ich spinne mal kurz. Das ist das Schöne hier an diesem Spiel. So. Das wird nicht reichen, ne? So, also theoretisch. Jetzt sind wir mal vor mich hingesponnen. Und dann hier die nächste Maschine dran. Und dann hier... Warte. So. 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 Also sowas in der Richtung würde vielleicht, weißt du, wie ich meine? Oder hier jetzt vielleicht, ach, der braucht immer so ein Nüppi, ne? Das heißt, so geht's nicht, oder? Kommt da was an? Also so eine Konstruktion oder irgendwie so. Also das wäre ja auch denkbar. Und dann hier... Ah, wie kriegen wir dann da den Kram raus? Es gibt halt hier diese Dinger hier. Unlock Remote Connector. Wenn wir 9000 liefern, können wir das freischalten. Use device to remotely connect to a container from a potential distant location with a shared factory. The remote connector especially comes in when dealing with large combiner systems. Ah, na sowas. Passt irgendwie gerade zu dem aktuellen Problem. Leute, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Im Livestream nicht verpassen, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja, dann müssen wir mal gucken. Eventuell müssen wir hier... Ha. Das war hier. Also sind das immer zwei Kohle mit einem von denen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint das sehr, sehr teuer zu sein, was wir hier gebaut haben. Deswegen machen wir das mal wieder weg. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, in der nächsten Staffel werden wir also uns mit diesem System hier befassen und gucken, wie kriegen wir das besser hin. Weil so lassen wir es auf jeden Fall nicht. Wir müssen mehrere Kohleblöcke hier mit dem kombinieren. Wir haben aber weniger Kohle. Wir haben eh zu viel Kohle, die hier rausgenommen wird, ne? Also das heißt, wir könnten eventuell hier noch das hier wegbauen, auf die andere Seite bauen, dann hier zwei Kohle zu einem mit dazuführen. Das muss aber dann hier über so ein längeres System hier raus, dass wir da auch noch einen zweiten Combiner hinkriegen, der vielleicht von der anderen Seite noch abliefert. Keine Ahnung. Das überlegen wir uns in der nächsten Staffel. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.